Folgendes Programm ist für Zuseher unter 16 Jahren nicht geeignet. Herr Horvath? Herr Horvath? Die Regierung liegt. Herr Horvath? Da sagst du nichts, gell? Regierung. Herr Horvath? Ich will die Steuern. Der Frechheit, du ist. Wie ist es? So, da sagt keiner was vom Staat und das Ganze, oder? Scheiß Wander. Sag Sindel. Das ist der Horvath, kein Horvath, kein Bock auf ihn. Wo ist er? Du bist für Fünfe und mit Weiber. Da geht's ihm ganz schön los, im Großen und Ganzen ist er ganz laut. Das ist der Horvath. Ja, Frechheit. Die Wander sind mir nimmer wurscht. Das sag ich noch. Das sag ich noch ganz ehrlich. Das könnt ihr ruhig sagen. Wenn ich draufkomme, wird das wahr mit der Wander. Das wird sogar 100, 180 bei mir. Herr Horvath, augenscheinlich müssen Sie sich da mit Outlaws herumschlagen. Nehmen Sie das Gespräch ernst, wenn ich von die anderen rede, was geht jetzt bei meinem Auto? Hab ich einen Pickel, der mir um alles. Herr Horvath, ich spreche von den Randalierern, die ja anscheinend mutwillig die Fassade beschmieren. So, ist das mehr oder was? Ist das lustig oder was, wenn er von dir. Zeig die Finger her. Sind ihr schwarz? Ach so, ist von der Kamera. Ja, ich würde auch putzen oder was. Na, Entschuldigung, aber das geht bei mir. Weil es nicht normal ist. In dem Bau passieren Verbrechen jeden Tag. Jeden Tag geht einer her und schmiert uns das auf von der Wand. Ist das normal? Also ist Ihnen Recht und Ordnung wichtig? Ist Ihnen Recht und Ordnung? Na ja, sicher. Na, wo kann man leicht hin, wenn es keine Ordnung mehr gibt? Schau her, da. Alles recht, alles Ordnung. Meine Blumen, schaut euch das an. Ich pflege die wie meine Kinder, wie eine Frau. Ja klar, bringt sie ab und zu zu, weil ja klar, weil es will so lange rennen, aber eine Alte braucht es auch ab und zu mal meinen Strahl. Ja, und weiter? Ich mache bei den Blumen nicht anders. Ja, aber Recht und Ordnung, ja sicher. Ich bin geguckt. Das wissen Sie. Ich war auf Schmalz. Ihre Komplätzen, oder? Also können Sie behaupten, dass Sie aus Ihren Fehlern gelernt haben? Ein Fehler lernen? Was soll ich ein Fehler lernen? Ich kann kein Fehler lernen. Gehen Sie hin, die Schulen haben ihre Fehler gelernt, dass sie es am nächsten Mal wieder gemacht haben. Fehler kannst du nicht lernen, Fehler muss man vergessen und weiter. Aufstehen, Heim richten und tschüss, weiter. Ja, was? Das ist ein Wahnsinn. Da schau. Bei mir alles Ordnung. Und ich trottel jeden Tag her zusammen und irgendein Gefraß kommt. Ich mache eine Kamera. Ich besuche die Kamera. Da hab ich's aber, da hab ich's auf der Linse. Da Gnade am Gott. Der Terminator 1 bis 5 oder wie der das gibt, so ein Scheiß dagegen. Knacko. Und weiter. Dann war's aber, sind Sie Zeuge, das ist Notwehr. Herr Horvath, Sie trainieren wieder? Nein, aber epileptisch oder noch was schaut leicht aus, oder? Ich muss ja trainieren. Herr Horvath, welche Kampfsportart üben Sie jetzt gerade aus? Vom Ippmann, Wing Chun. Wing Chun, ich habe ja viel gesehen. Hat mir der Gemeinde hat mir geborgt, der Film Ippmann. Ippmann heißt der. Der hat die Kette schlägt. Die sind ja mit dem Kampfsport sehr vielseitig. Sie haben ja schon sehr viel gemacht. Hast du gesehen? Das sind 60 Schläge in der Sekunde. Was? Sie haben ja schon sehr viele verschiedene Kampfsportarten. Ich bin interessiert von dem Ganzen. Von dem alles, was von China. Bin ich interessiert, sagen wir ja alles. Ja, früher habe ich ein Chineserzeichen hingekauft. Aber Henna war es. Wieder weggegangen. War leid. Aber mich interessiert die Chinesen. Würden Sie das als privat einmal einsetzen? Ja. Als Selbstverteidigung? Ja, stell sich jetzt vor, der Wander steht dort auf die Nacht und ich erwische ihn. Der steht so bei der Mauer. So steht er. Sprüht. Der sprüht gerade. Der ist so hingegangen. Er dreht sich um. So. Ist natürlich ein Schocker, weißt du, der röchelt ja nicht, wenn er gerade mal will. Nimm ihm die Dose so, fahr gleich mal einen auf die Nase. Und wenn er deppert ist, ist schon mehr erfragt oder was. Dann mach ich St. Margarethen eine Übung fressen, der geht so.
Der ist hin. Der ist hin, der Idiot. Ja, Horvath, das schaut sehr beeindruckend aus, aber ja, da haben Sie dann eine Körperverletzung am Hals. Nein, haben Sie da nein, keine Bedenken? Gibt's keine Körperverletzung, gibt's keine. Und überhaupt, ein Körper. Und der Hals ist kein Körper, verletzt er ja auch. Ich meine, ich kann ja auch nicht ins Gesicht malen. Ja? Pinguin heißt das. St. Margareta Ölbogenfresser. Sehen Sie sich als Waffe? Das ist ein Pinguin. Ha? Was? Was sehe ich? Sehen Sie sich als Waffe? Ich bin schon eine Waffe. Ja. Sicher. Schau her. Spital, Friedhof. Was soll ich sagen? Ich bin ein fairer Mensch. Ich bin ein früher. Das ist alles. Wollen Sie ins Spital? Oder soll ich noch gleich unter die Erde? Ja. Siehst du? Wenn du den Bock hast, gehst du her, hast du einen offenen Oberschenkelbruch nochmal. Ja? Kannst du deinen Oberschenkelknochen zuschauen beim Ausblüten der Ruhe? Mal wurscht. Weil er, was wird er jetzt machen? Schau, jetzt hab ich einen Bedien so. Was glaubst du? Da geht dein Schild aber ab. Bist du deppert? Ja? Aber ich gebe mir, ich sag dann, gib's zu. Weißt du das oder nicht? Ich hab da zugeschaut. Und der wird eh nichts mehr sagen können, weil die Zettling überall um. Und das wird mich noch weiter provozieren. Was? Gibst du das nicht zu, dass du das weißt? Warte dazu. Hab ich dazu geschaut, oder? Hab ich dazu geschaut? Hab ich dich gesehen? Ich werde dich aus. Ist schon der Dose. Schlechte Arm. Aber der wird dir nicht mehr gehen können. Er ist hier, ich kann es mit der Rettung holen, den Patienten. Aber so ist das. Das ganze chinesische, südamerikanische, die haben auch ein paar Leute. Die haben mir das Haar gemitten. Das ist so tanzt. Du tanzt es. Das ist Leon. Weil du weißt ja nicht, dass der stehst in der Disco, kommt zu einer her. Glaubst du, der will tanzen? Der will bedient der Dicker in 2 Sekunden. Ja, da tanzen sie mal. Ja, sie sehen was. Ja, aber das habe ich jetzt jahrelang gelernt. Da habe ich Bücher gelesen, Videokassetten, Filme. Ich habe gesagt, Gnade am Gott, wenn ich da erwischen werde. Ja, das habe ich aber. Das ist es so wie bei den Weibern, wenn sie kein Gittes haben. Weißt du, wenn sie die Pixel waschen mit so einem Kaltwasser, dann kann ich die Muscheln verkalken. Das habe ich aber gehabt, weil der glaubt nicht an Brigitte, was glaubt nicht an. Jetzt hat die Büchse gewaschen, alles zu, so wie das da. Du alles wegkriegen, wir müssen den Grind. Alles wegschauen. Ja, so sind die Weiber. Ich hab gesagt, hörst, schickt der Kalkone an oder was, die hat alles gelacht, hast du? Ja, gar nicht so gehabt wie dir. Herr Horvath, wie genau gingen Sie da jetzt vor? Schürch mit die Nacht, die Alte. Was, mit genau? Der Reparatur der Fassade? Nein, ich muss ja das alles, siehst du? Alles einer kalt. Das hält ja keiner so aus. Soll ich alles wegschauen? Und da mit der Farbe drüber, das ist wie neu. Der wird auch Freude haben, der gemeine Hund. Ja? Steh, und jetzt tue ich mich schön mit der Farbe. Ja, Jürgen, hast du die Farbe gesehen, wo der Kübel? Da ist er. Der weiß er. Was tust du mit dem Kübel da am Dach? Du sollst das Dach decken und nicht streichen. Gib die Arbeit, pack schon. Gib her. Du Fulltrottel, du Deppert, und das. Jetzt kriegst du einen Sackbaggerrücken, wo kriegst du. Was ist? Opa! Sei froh, dass das Notdeppert da ist. Wir sehen sie noch, du Scheißhund. Opa! Bist du froh, du Scheißhund? Nachbar! Ja, was ist es schon wieder? Weißt du das leicht mit die Wand? Jetzt doch zu, du Krippelgeschwür. Was reden da mit meiner Nichten? Ja, nicht, nur, da bin ich das Familiengericht, dass du jeden Tag wegen einer anderen Hutsche zu mir kommst, als der Deppert. Pass auf, ich hab mir da kein Goschen da. Jetzt glaub, sie kneißt das nicht, dass du Kontakt mit der Angel hast. Alter, ich kenn kein Angel. Na, wie gut, aber heute vergisst, das ist klar. Ich hab keine Lust auf so ein Gesindel, was sich da in meine Familie einnisst. Meine Familie ist mir heilig. Da gibt dir keiner weg, die mir jetzt eine Familie. Scheiß auf die. Seit der ist ein Arschloch. Was anders? Die Spatzen pfeifen schon vom Dackel. Ja? Dass es einen Käfer gibt für die Hitten. Ein schöner Schaden, wenn du mich fragst. Immer Goschen offen, nicht einmal hinten komm, lassen können. Komm. In Arsch steht ja. Ja, schön, was scheiß auf die Hütte. Erst lebt da wieder Käse in Japan, du Volltrottel. Geh, ein Gesindel bist du, nicht mehr. Jetzt schleich mich jetzt, weil sonst fällt dir noch deppert als der bist. Was ist das? Was ist das? Der will mich deppert haben, das schau ich mir an. Wenn ich mit dir fertig bin, guck ich dein Hirnwasser, du Scheiß. Das ist ein Frech. Das ist ein Frech. Urtel, sagst du nix? Okay, das tue ich.
Ja, du Trottel. Ja, du hör mal über Bier. Das ist eine Frechheit. Ein ruhiger Mensch bin ich, ein ruhiger Mensch. Der Horst, wie lange wohnen Sie schon am Wamser Platz? Schon lang. Und wie kommen Sie mit Ihren Nachbarn zurecht? Von was? Na, mit den Mitbewohnern. Nein, super. Haben Sie schon Glück gehabt bei Ihren Wetten? Haben Sie schon was gewonnen? Nein, einer ist mir umgefallen. Und Sie spüren das täglich? Ich ja. 30 Jahre. Herr Gmeiner, ist alles in Ordnung? Bitte. Muss ich rauchen? So. Darf man fragen, was Sie da machen? Nein. Geheim. Ist Ihnen schlecht? Brauchen Sie Hilfe? Gottes Willen. Kann man da nicht einmal rosten? Gmeiner, was ist? Herr Horvath, was ist denn da los, Herr? Ja, seh ich seh, der Club der Depperten, die Lomen ab, da. Was ist gerade das Weg, du Vandalist, ja. Du? Gibt's ja nicht. Ja, Güter, da fällt da was auf. Der Kiewe ist wie. Du kannst nicht immer ein Hinigskadl, hast du auch kein Bier rein, oder? Fui, da, zeig die Finger her, überhaupt. Ich will jetzt ein bisschen nachdenken. Zeig die Finger her. War das ein Racheakt? Ja, den, ja, der Glück gehabt, Fuldrottel. Tu das jetzt woanders hin. Ich hätte mal einen Fünfer aus der Arsch schon, du. Tippseid. Zwei. Kamera. Weiß ich nicht. Wie es war, ich hab euch auf die Finger geschaut, eigentlich. Kamera, Team. Geh ich an, geh durchstreichen. Der Gmeiner? Nein, der. Ja, zwar hat schon der Scheißhund, aber der ist so benannt, der Haberer. Geh ich auch gleich streichen, wurscht. Der Jürgen? Ja, weiß auch nicht, ist ein lieber Burger. Heute ist er wieder, heute hat er ein bisschen Blödsinn gemacht mit den Kühen, sonst ist der wirklich ein lieber Kerl. Ja, hat er mich gefragt, dass wir mal fahren dürfen mit meiner Gurken. Weißt du, mit der Rosanen, was ich gekriegt hab, was ich geerbt hab. Ja, ich hab gesagt, nein, aber wenn du brav bist, lass ich dich einmal rundfahren. Hat er nicht angegriffen. Da hat er Speck von mir. Der fährt nicht mit der Gurken. Ja, ein guter Bub, aber ist auch nichts. Der Nachbar, für er, der Nachbar oder. Der Thalinger. Und den muss ich jetzt wirklich sagen, normal dürfen wir keine Verdächtige das Ganze sagen, weil da kriegst du gleich eine Rufschädigung und das Ganze. Hab ich auch gehabt. Ich bin eine Ex-Kirsche von mir in Gas am Kamp, hab ich auf die Fassade aufgeschrieben, Hure. Hab ich zahlen müssen, weil ich meine Meinung gesagt hab. Und? Wo ist die freie Meinungsäußerung, oder? Was die alle sagen im Fernsehen, kannst du meine Meinung sagen. Wo? Nirgends. Ja, zahlt hab ich. Länge mal der Breiten. Darling, aber ich sag's, Darlinger, hundertprozentig war das. Wer war's? Ich hab das auch gewollt. Na, wenn ich's weiß, einer, der so eine schiere Sau pudert, malt meine Fassade auch, oder? Ja, Wahnsinn. Den prüfen wir heute noch. Na, wenn wir da mal nachfahren. Darlinger, komm raus einmal. Eine Frage hätte ich. Ja, was ist das? Ja, Torstl ist der daheim, hast du was? Das ist ja wirklich gestört. Thalinger! Was ist das, was dir weggenutzt? Mir ist das dir weggenutzt, du Torstl. Mir ist das was. Aber da ist was im Gebüsch. Ich riech sowas, ich riech das. Ja, hilf mir, du Volltotl! Wie geht der Arschloch? Hier, ja, Torstl! Hier! Ja. Sie sehen, mit mir kann man eine Garde auch haben, wenn es ist, ja? Wir zwei Halotris, gell, was wir Garde haben normal? Ha? Von was? Eine Garde haben wir zwei, oder? Ja, das siehst du das. Aber was hat der, der Thalinger? Der hat was am Kerbholz, das rieche ich doch. Ja, warum macht er nicht auf? Wenn er nichts zu befürchten hat und keine schwarzen Finger, warum sagt er mir's nicht? Weil der ist daheim, oder? Das ist ja dumm.
Der macht's nicht so, der ist ein bisschen. Er hat einen Unfall gehabt, der kann nichts dafür. Geh mit dem Zug. Mit dem Zug hast du einen Unfall gehabt. Ja. Ober, der Thalinger, um den geht's. Ja. Warum kommt er nicht raus? Bier hat er mir auch geflattert. Zwei Dosen Cambrinos. Der Trottel schafft er nicht das Schlotterwasser gegessen. Na klar, würde er mal erfahren. Was war da jetzt lustig? War's lustig oder war da Rede für den Tanz? Der Steppen, der ist wirklich Steppen da. Na, wer ehrlich, war's so lustig? War's lustig? Nein, was lachst du dann? Aber es geht ums folgende Prinzip. Schau, wenn jemand was zu befürchten hat, versteckt er sich. So, fertig. Ja, so bitte, das kann es aber nicht sein. Hustl. Was hieß? Köpers, was hieß mit dir? Suchst du einen Nazi-Kult oder haben sie dein geschissen? Ja, Horvath, bitte bleiben wir sachlich. Ja, ja? Was? Du gutes Verbrechen, haben sie auch dabei. Nein, klar nicht. Ja, Gestörter, was willst du da? Wundert mich nicht, dass sie Grippespiel nicht erlassen können. Ne? So. Ist der gestört oder was? So. Der Spinner oder Drama oder was? Was willst du? Welches Top? Wissen Sie, welches Top das da ist? Ich glaube, du bist kein Top, die Schleich oder was? Ich bin Hausmeister da und du hast überhaupt keine Berechtigung, dass du meinen Hof umgerührst. Der ist ja ausgebrochen. 144, 144 die Polizei, der ist ausgebrochen. So. Herr Horst, grüß Sie, ne? Haben wir schon Glück gehabt, ha? Nix. Alles so schön. Ja, das ist komplett jetzt hier geschissen. Schlechte Wetter. Aus! Zahlt sie am Aus! Dieser Abo, der steht gar nicht auf meinem. Das ist kein Abo, aber es ist ja. Ein Baum. Halt den Baum mir jetzt, Hurstl! Das ist ein Baum, das sind Vögel. Das Glück ist ein Vogel, gell? Aber sie haben nur noch einen Flügel und den werden wir auch jetzt stutzen. Ja, und du hast da einen aus und die halt ein Kleid, du Wichser. Ja, mit dieser Baum aus. Interessiert mich sowieso nicht, aber. Dieses Areal hier, diese ganzen Hütten, die werden wir abreißen. Herr Sirpi, lass dich mal alte nicht mehr drüber, da was? Ha? Ist vorbei, gell? Tatschu, tatschu, der ist Ausbruch. 144 Uhr vor. Abbruchbescheid für diesen Gesindelbunker. 4 Wochen, dann ist der Spaß vorbei, ja? Ja, was? Weißt du, auf deinen Abbruch hier wird abgerissen, das war immer Durchschlag, kein Problem, gell? So, na, da haben wir aber schon ein bisschen vorgewerkt, gell? Ja, trau ich noch gar nicht zu, dass Sie was arbeiten können, Herr Horvath. Unglaublich. Warum fühlen Sie sich? Ich die Rettung und Polizei, da ist ein Ganga. Herr Horvath, mach uns keine Tanz. Das ist alles mit dem Herrn Postbischil besprochen. Ja? Ja? 4 Wochen, dann machen wir ein bisschen einen Abflug. Nein, weil der Postbischil hat mich persönlich zum Hausmeister deklarisiert und da wird überhaupt nichts angerissen. Herr Horvath, im Übrigen könnten Sie bitte die anderen Menschen da informieren über die ganze Angelegenheit, also wenn sie überhaupt ansprechbar sind. Ja, weil in 4 Wochen, wissen Sie, sind sie weg da. Das ist aber schade. Ja, mein Bruder. Ja? Ja. Ah, Ihre ist das? Ja. Übrigens, Ihr Haus, ja, also wenn man das überhaupt als Haus bezeichnen darf, ja, Ihre alte Scheißbude, für die gibt es bereits einen Interessenten. Ja, Sie können es natürlich kaufen, haben Vorkaufsrecht, ja, aber ja, in diesem Elend, glaube ich, kann sich das eh niemand leisten. Da ja, und übrigens, Herr Horvath, dieses Grundstück da, ist ein Nichtrauchergrundstück. Und es ist auch nicht gesund. Jetzt, ja? Joe, jetzt bist du hin. Den bringe ich um. Ruf die Polizei gleich und die Räte gehen freiwillig ins Hefenherz. Genießen Sie Ihr Dach über den Kopf, solange Sie noch eins haben, Herr Horvath. Ich muss dann leider weiter, ja? Schönen Nachmittag noch. Da. Herr Horst! Herr Hirflinger, was hat das mit dem Abbruch auf sich? Na ja, schauen Sie, diese Bauten gehören ja eigentlich dem Herrn Postbischil und der hat uns dieses Grundstück zu einem guten Geld hinterlassen, damit wir ein neues Gemeindezentrum entstehen lassen können. Ja, mit ein paar Bankerl für die alten Damen, einen Springbrunnen, vielleicht auch eine Büste von meinem Großvater, von meinem seligen, 10 Meter hoch oder so, der ja viel bewirkt hat hier in dieser Gemeinde in der guten alten Zeit. Und ja, und ein Rathaus, ne? Und etwas Schönes entstehen lassen, also was Schöneres als dieses Grippegespül da, ne? Ja, aber die Mieter stehen dann praktisch auf der Straße. Na jetzt, die Mieter, die stehen ja mit einem Fuß im Grab. Ich glaube, da ist die Straße das kleinste Problem. Ne? Ich meine, natürlich werden wir für den einen oder anderen Mieter, eine Gemeindemieter hier dann eine Gemeindewohnung zur Verfügung stellen. Also für den Horvath schaut es natürlich schlecht aus. Ne? Sind Sie noch Bürgermeister? Sind Sie noch Bürgermeister? Nein, ich habe dieses ehrenwerte Amt abgegeben. Ich bin jetzt in der Immobilienbranche. Was wurde eigentlich aus dem Atomkraftwerk? Ich glaube, ich muss leider weiter. Ich hab's dann eilig. Ich wünsche dann noch einen schönen Nachmittag. Gell? Alles Gute, gell? Und empfehlen Sie mich. Herr Horvath,
Haben Sie sich wieder beruhigt? Hab ich schon beruhigt, oder? Ja, was bringt's mir leicht, wenn ich den Fulltrottel den Krampen ins Gesicht habe? Ja, hast du eher schon weniger auf der Welt und die 5 Millionen anderen Hurensöhne, was umrennen, für die auf Schmalz gehen. Gib ihnen da auf, ich übertelefoniert mich nicht erwähnen. Ist ein Schmäh, ich hab gesagt, er ist ausgebrochen. Der Eben hat gesagt, er hat gar nichts verkauft. Soll mich beruhigen? Geh, ich bin nicht da. Spielt der gemeine Hund schon wieder seine komische Musik? Nein, was mit mir nicht. Das ist der Hofer. Willkommen bei Öl 3 Nachricht. Mein Name Miroslava Glaubitzover und heute Dämmer in großer Schrift. Unbekanntes Spray sorgt in Kleinstadt für Aufruhr. Spicy Molotov, Ärzte warnen vor neuartiger Modedroge. Das Wetter heute heiß, warm, trocken und schwitzig. Deep Glaubitzover, geh in Schwimmbad. Eine unbekannte Vandale sorgt in Innenstadt Reitmannsdorf für Terror. Seit vermehrt Tagen beschmiert Täter Fassade in Wohnhaussiedlung mit ordinärem Spruch. Bereits zu wiederholten Male wurde langzeitarbeitslose Anton H. dem Täter zum Opfer fallen. Der Vandale wurde nun auf freien Fuß angezeigt. Die neue Droge Spicy Molotov erreicht nun auch vermehrt Konsumenten in Österreich. Ärzte warnen bereits vor möglichen Gesundheitsfolgen. Neben akuten Brechreiz soll das Präparat Sehvermögen und Potenz schädigen. Die österreichische Ärztekammer rät daher Vorsicht und appelliert, besser 7, 8, 9, 10 Bivo in Discomer trinken, anstatt gesundheitsgefährdende Tabletten schlucken. So Dr. Professor Ernst Zottbrand. Das war Ö3 Nachrichten, danke für Aufmerksamkeit, jetzt geht weiter mit Super Chacho. Oh yes, bei dieser Stimme rinnt es mir immer ganz kalt den Schritt rein, unglaublich. Danke an das Nachrichtenstudio. Ihr habt lange gewartet und seid neugierig, wer es diese Woche auf die Spitze der Hörercharts geschafft hat? Zu Recht, er hat sich gut gehalten, Eddie Granero mit seinen Chabala-Songs. Ihr kennt das Spiel, ein wenig Werbung und dann geht es wieder Chabala Chabala.